Hey Leute, willkommen zu einem Vlog auf meinem Kanal und es ist gerade richtig komisch. Ich habe schon 10 Anläufe hinter mir, weil ich so lange keinen Vlog mehr gemacht habe, ich mich dauernd richtig dumm fühle bei jeder Begrüßung. Aber ich hoffe, jetzt geht es endlich mal, dass ich diese Begrüßung endlich nehmen kann. Auf jeden Fall kommt heute mal wieder ein Vlog und die nächsten Tage auch, weil Jurena zu Besuch kommt. Heute ist Luca noch da, aber den muss ich heute wegbringen zum Bahnhof und dann nehme ich Jurena im Anschluss direkt mit. Und ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Tage so werden. Ich hoffe, die nächsten Tage wird noch besseres Wetter, weil heute ist nicht so nice das Wetter. Und ja, keine Ahnung, ich fühle mich gerade so dulli, ne? Ohne Witz. Keine Ahnung, mein letzter Vlog ist irgendwie, glaube ich, Gamescom 2019 gewesen. Jetzt ist fast ein Jahr später. Ich habe seitdem einfach keine richtigen Videos mehr gemacht und auch nicht gebloggt. So, es kam zwar ein paar Videos, aber das meiste waren irgendwie so Infovideos, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt mal wieder Content liefern kann. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf die Vlogs wie ich. Und ja, ich werde niemals verstehen, warum an dem einen Tag so richtig geiles Wetter ist und am nächsten Tag umso beschisseneres Wetter. Und ich hoffe so sehr, dass Jurena und ich morgen schwimmen gehen können. Und das richtig geiles Wetter ist, weil sonst wäre es dezent belastend. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal nach oben zu Luca. Ich habe mich nicht getraut, in Lukas Anwesenheit die Begrüßung zu machen, weil das richtig weird ist. Und ich bin auch richtig froh bei meinen ganzen Anläufen, die ich gebraucht habe. Und ich muss noch kurz mein Zimmer aufräumen, das ganze Geschirr nach unten bringen, die ganze Wäsche nach unten bringen. Geh weg! Los, Luca, beteilige dich an meinem Vlog. Sag was. So, Leute. Guck mich doch nicht an. Oha, okay, also, dann halt nicht. Kannst du ruhig aber. Nein, das ist ich selber. Nee, jetzt filme ich aber dich. Ja, okay. Soll ich jetzt erzählen, was wir machen? Wir fahren jetzt mit Sarah zu ihrer Schule. Ich habe mein Zeugnis vergessen, weshalb wir da hinfahren. Oh Mann, die Zähne lehnen wir gleich nochmal. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Gutes Wetter auf jeden Fall. Ich rede jetzt mit deinem Zuschauer. Cinematische Vlogging-Aufnahmen für Sarah. Sarah, die krasse Autofahrerin. Was eigentlich auch Rena an dieser Stelle? Schaut ihn euch an, Leute. So, Leute, Lukas gerade in der Sparkasse. Lukas richtig gut vorbereitet auf das Wetter, weil er hat einfach nur kurze Hosen mit, eine lange Jogginghose und einfach keine Jacke. Und ich glaube, er hat nur T-Shirts mit, also er ist richtig gut gewappnet. Wir sind wieder zu Hause und haben noch einen Zwischenstopp bei Mc's gemacht. Was ist denn mit dem Burger? Okay, der ist echt hässlich. Lass deinen Kopf an den Wir haben jetzt noch ein bisschen gechillt und ein paar Videos geschaut. Jetzt bringe ich Luca zum Bahnhof und hole Jurena hierher. Und ja, Statement. Jurena, Oh Mann, das Ding ist, ich weiß die ganze Zeit nicht, was ich vloggen soll, weil irgendwie ist es dauernd so Kackwetter und es regnet die ganze Zeit nur und irgendwie kann man nichts Vernünftiges machen und dementsprechend irgendwie nichts Besonderes filmen. Bestes Wetter überhaupt. Luca geht jetzt. Luca. So, hä, warum habe ich so dunkle Augen? What the fuck? Sieh das mal an. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Bahnhof. Und Jurena kommt jeden Augenblick an und es regnet übertrieben, das ist richtig geil. Moin. Es geht, Jurena. Wir sehen dich. So Leute, wir haben jetzt Luca weggebracht und sind jetzt bei mir zu Hause angekommen. Ja. Und es hat endlich mal aufgehört zu regnen, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ein findest du, ja okay, so ganz leicht wieder. Und wie war die Zugfahrt? Scheiße. Statement. Wir machen jetzt erstmal Cocktails. Ich habe noch nie einen richtigen Cocktail getrunken. Stimmt, als Jurena das letzte Mal da war, hatte sie so ein Hubi, also ist ein Schnaps, und sie war da schon viel weg. Ich habe mich gefreut, Cocktail. Ja, ich habe noch nie einen Cocktail getrunken. Ich mache ja eh extra wenig rein oder so. Okay. Ja, Ehre. Ja. Und ich frage gerade Sarah so, ob ich ihr mal in den Cocktails helfen kann. Und sie so, mach sicher, dass mein Bildschirm nicht ausgeht. Also ich so, mein Job ist es, alle 3 Sekunden auf diesen Bildschirm. Ist es einfach so nervig,
wenn man so ein Rezept da drauf hat und das daran ausgeht und ich habe keinen Bock, das extra dafür umzuändern bei den Einstellungen. Das nervt einfach. Ich bin so eine gute Hilfe. Das hat Luca vor ein paar Tagen auch machen. Übrigens, Grüße gehen raus an Dena, weil das das beste Sex on the Beach Rezept ist, was ich kenne. Ich wäre echt gespannt, wie du Cocktail findest, ne? Weil du ja so komplett Anti-Alkohol bist eigentlich. Ich bin echt gespannt. Hier machen wir gerade unsere Cocktails. Warte. Übrigens hat Jorina jetzt doch mehr Wodka drin, weil ich hatte keine Lust, zweimal das zusammen zu mixen, weil es so viel Arbeit ist. Ja. Na, also wenn ich sterbe, ihr wisst Bescheid, wer mich dann, ne? Ja, der ganze Schaum. Guck mal, das kippt hier unter. So Leute, die Cocktails sind jetzt fertig. Jetzt kommt der ultimative Geschmackstest von Jorina. Schmeckt geil. Echt? Ja? Schmeckst du da viel Alkohol? Schmeckt gar nichts. Echt? Ja. Na, perfekt. Also Leute, falls ihr mal einen Cocktail von mir haben wollt, kommt vorbei. Ich mach euch einen. Mir ist die Größe eigentlich komplett egal. Also im letzten Stream hieß es noch, es kommt auf die Größe an. Das war aber auf ein ganz anderes Thema bezogen, Prexa. Ja, Leute, das könnt ihr euch jetzt denken, welches Thema. Nein, nicht so ein Thema. Oh Mann. Nicht auf die Größe, auf die Technik. Genau das wollte Jorina gerade sagen. Ich hasse mein Leben. Jorina, bleib hier. Ganz viele Love-Emotes für den Vlog. Okay, Leute, wir haben gerade gestreamt, wie ihr ja gerade auch gesehen habt wahrscheinlich. Wie fandest du den Stream? Gut. Ich fand irgendwie, das war so mit einer der Streams in den letzten Wochen, der mir mit am meisten Spaß gemacht hat. Das war echt irgendwie Karma. Man hatte so dauernd was zum Labern. Das war nicht so eine unangenehme Stille. Das hat einfach mega Bock gemacht. Könnt ihr mal einmal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr den Stream gesehen habt. Schreibt Hashtag Jorina ist ein Dulli. Oh Mann! Mit einem Herz, Leute. Falls ihr den Stream gesehen habt. Trotzdem. Das machen wir jetzt. Chips essen und gegen Film schauen. Okay. Die Chips sind so. So, Leute, wir haben uns jetzt ins Bett gechillt. Mit den kranken Chips. Und essen Chips. Und schauen jetzt gleich jeden Augenblick Netflix. Keine Ahnung, ich glaube, wir machen eh nichts mehr Besonderes mehr, oder? Weil wir den Stream beenden. Ja, moin. Ich bin so noch im Streamfieber, weil wir das Video jetzt beenden. Ja, wir beenden jetzt das Video. Gute Nacht. Ich meine, auf Wiedersehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Lost it, baby, beyond it. I can see you faded. I don't like to fake it.